Ich bin natürlich in dieser ganzen Entwicklung, nachher kann man sagen, es sei eine Entwicklung, bin ich natürlich abhängig, da bin ich absolut nicht souverän, nicht dirigierend, sondern immer nur reagierend auf das, was mir angeboten wird. Was den Augustinus betrifft, da habe ich auch einen, kann sagen, fast Freund, der schickt mir eines Tages dieses Büchlein Logik des Schreckens. Ein völlig unpassender Titel für das, was da steht. Und das habe ich gelesen mit Bewunderung für diesen Augustinus von 397. Ich konnte vor lauter Kniefällen gar nicht mehr aufhören vor diesem Augustinus, weil der so toll ist. Ich will nur ein Beispiel, das mir in dieser Augustinus-Schrift, da schreibt er einmal, Augustinus 397, über das Beten und über Gebete. Wenn wir spüren, dass unsere Gebete flau und kraftlos werden, dann haben wir schon gebetet. Wenn wir das spüren, wenn wir den Schmerz spüren, dass unsere Gebete keine mehr sind, dann haben wir schon gebetet. Das ist, ich meine, genauer kann auch heute niemand das empfinden. Sie haben sich im Collegium Philosophicum in Münster getroffen. Wie würden Sie Ihr beiderseitiges Grundeinverständnis umschreiben? Ich würde meinen, dass der Versuch, den katholischen Glauben, in dem wir aufgewachsen sind, den auch zu leben, ja, und den Aufgaben, Herausforderungen, die sie damit stellen, gerecht zu werden und immer dann zu fragen, was ist denn jetzt hier wahr und richtig, wofür setzt man sich ein und was hat man auch zu kritisieren, auch in die Kirche hinein, ja. Und dass das uns das gerade auch, wo wir unterschiedliche Auffassungen dann vertreten haben und andere Einstellungen entwickelt haben, dass das immer sozusagen erhalten geblieben ist. Wir sind immer verbunden gewesen durch etwas, was damals gar nicht thematisch war, was aber heute thematisch wird, nämlich, dass es so etwas gibt wie das Wahre und das Falsche, das Gute und das Böse, das Gerechte und das Ungerechte. Und wie viel Streit es darüber geben mag, ist eine zweite Frage. Und ob das immer eine Formel ist, die genügt, um jede Situation richtig zu beurteilen, das ist eine andere Frage. Aber dass es das überhaupt gibt.